Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Heute bin ich in Gronau, aber nicht alleine. Der Thomas ist bei mir vom Kanal Thomas Wandern und Camping. Ja, und dann schauen wir uns heute mal Gronau an und sehen, was wir so entdecken. Los geht's! Ja, vielen Dank für die Einladung, Rainer. Sehr gerne. Und diese alte Eisenbahnbrücke, die über die Iller führt, wollte ich mir gerne anschauen. Schön, dass der Thomas mit dabei gewesen ist. Den Link vom Thomas habe ich in der Videobeschreibung. Ihr findet ihn aber auch auf der ersten Kanalseite unter meinen 4K-Partnerkanälen. Da ist er mit Bild zu finden. Natürlich kam hier wieder die Drohne zum Einsatz. Diese habe ich einmal in der Luft geparkt, so wurden wir von der Drohne beobachtet, was ich auch mal ganz interessant fand. Und dann schaute ich mir den Verlauf der Iller einmal etwas genauer an. Und dann ging es wieder zurück zur Eisenbahnbrücke. Später sieht man auch ein Schlauchboot. Da kamen ein paar Jungs an und hatten viel Spaß und winkten uns zu. Also hatten auch nichts dagegen, dass sie gefilmt wurden.
Als wir die Brücke verließen und wieder Richtung Auto gingen, sahen wir das nächste Schlauchboot ankommen. Es scheint irgendwo ein Verleih zu sein und viele hatten Spaß bei der Fahrt. Und dann ging es zur nächsten Station. Ich wollte mir noch einen Wasserfall anschauen. Zwar klein, aber auch mal eine kleine Sehenswürdigkeit. Es ging also Richtung Freibad, da konnte man gut parken. Und hier gingen wir über die Kolkbrücke. Dieser Weg war aber falsch. Jemand sagte, nee, lieber eine andere Richtung wählen, dann kommt man näher an den Wasserfall ran. Insofern haben wir uns das hier angeschaut, sind aber dann einen anderen Weg gegangen. Das soll jetzt der richtige Weg sein. Hin und wieder gab es ein paar Beeren zu entdecken, aber auch abgebrochene Bäume und wir gingen immer weiter Richtung Wasserfall. Und dann sind wir auch schon angekommen an dem Wasserfall. Das sieht doch klasse aus. Und natürlich kamen dann auch unsere beiden Drohnen zum Einsatz. Und genauso habe ich mir die Aufnahmen vorgestellt. Sehr schön.
du Schande! Was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist die Drohne verloren. Mein Gott. Ein junger Mann bot sich gleich an, mit seinem Stand-Up-Board dort rüber zu fahren und die Drohne zu holen. Da hatte sich Thomas schon die Schuhe, Socken ausgezogen und hat es gewagt, hinüberzugehen. Die Drohne hat die ganze Zeit aufgenommen, insofern sieht man auch hier, wie Thomas die Drohne aus den Zweigen fischte. Sonst hat sich nicht gelohnt. Oh Mann, der Thomas hat meine Drohne gerettet. Das ist ja der Wahnsinn. Noch nie passiert, aber irgendwann ist es soweit, ne? Da kann man wirklich sagen, Glück im Unglück. Peter, soll ich kommen? Kannst du besser in meiner Nähe kommen? Hier sackst du gleich ins Wasser. Wahnsinn! Bin ich dir Ewigkeiten zu Dank verpflichtet. Alles gut, alles gut. Mein Gott, nee, Walter, nee. Ich dachte, jetzt ist vorbei, jetzt ist er im Wasser. Aber blieb im Baum hängen, ne? Nach einer späteren Reinigung und einem Testflug hat die Drohne den Absturz gut überlebt. Wir gingen dann Richtung Stadt. Hier sind Reste der Stadtbefestigung zu sehen, mit dem schiefen Turm an der Stadtmauer. Auf der rechten Seite sieht man die Pfarrkirche und direkt dahinter das ehemalige Dominikanerkloster. Auf dem Marktplatz wollte ich Thomas dann einen Springbrunnen zeigen, den ich als Servicetechniker betreut hatte. Leider war dort Markt und viel los. Wir sind dann in die Eisdiele eingekehrt und haben uns gut unterhalten. Das ist der Leine Mühlengraben. Hier war früher einmal eine Wassermühle. So, das war's von Dronau. Jetzt geht's wieder Richtung Parkplatz. Ja, Rainer, es hat mir sehr gut gefallen. Super, mir hat das auch gut gefallen. Ja. Mal persönliche Gespräche geführt. Ja. Schön Eis essen gewesen. Genau. Super. Und ich sag immer wieder, so vor der Kamera sich treffen ist immer was anderes als wie hinter der Kamera. Ganz genau. Ja. Und deswegen ist das auch immer was Besonderes. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour trotzdem gefallen, obwohl es nur etwas Kleines war. Denkt dran bitte auch beim Rainer auf dem Kanal, Rainer Romberg. Ich verlinke den unten in die Infobox nochmal rein und auch in dem Video. Geht da bitte rauf, lasst da vielleicht auch ein Abo da und lasst euch da auch sehen. Würde mich jedenfalls freuen. Ja, ich habe weiter nichts mehr hinzuzufügen. Mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, viele Grüße, euer Thomas. Ciao. Ja, ich darf mich auch verabschieden von euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Und tschüss, euer Thomas und Rainer. Ja, macht's gut, ciao.